Die Besucher da, die werden sich auch denken hier so. Guck mal, der kämpft miteinander. Nein, die spielen nur. Das ist kein Ernst, die spielen nur. Das ist nur ein Schaukampf. Nein, nein, ich sag's dir, der tötet den anderen. Das hier soll ein Arbeitsplatz sein? Der ist vielleicht eine alte Schlampe. Die Raptorenzäune sind nicht ausgefallen, oder? Nein, nein, die funktionieren noch. Warum zum Teufel sollte er die anderen abschalten? Und damit Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Leider, leider musste ich feststellen, dass wir die beiden Allosaurier tatsächlich nicht gemeinsam in einem Gehege halten können. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass das Gehege, was sie jetzt haben, für sie viel zu groß ist, also für den einen Allosaurus. Wir müssen einen Allo jetzt auf jeden Fall noch, ich wollte gerade sagen verkaufen, aber okay. Die kämpfen das ja jetzt einfach miteinander aus hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von denen hier die Oberhand behält, wer von denen den Kampf überlebt. Das wird dann derjenige sein, der das Gebiet für sich beansprucht, so wie es in der Natur halt auch läuft, ne? Der Stärkere gewinnt den Kampf und gewinnt auch das Territorium. Wir haben hier also quasi gerade einen waschechten Revierkampf. Der Wahnsinn! Da sehen wir die auch mal kämpfen, das ist auch ziemlich cool. Und Allosaurus war ja schon auch ein sehr starker Raubsaurier, auf jeden Fall. Ich habe den immer so ein bisschen unterschätzt, weil T-Rex eigentlich irgendwie cooler war als Allosaurus. Aber ich bin sicher, Allosaurus hat da draußen auch einige Fans. Und ich bin mal jetzt echt gespannt, wer von den beiden hier jetzt gewinnt. Okay. Sie brechen den Kampf einfach ab. Interessant. Kann man auch mal machen. Einfach abbrechen. Unentschieden, unentschieden. Aber irgendwie glaube ich, die werden gleich weitermachen. Irgendwie ahne ich, dass die beiden gleich weitermachen. Irgendwie glaube ich, dass das noch nicht durch ist hier an der Stelle. So, in der Zeit, wo die nicht kämpfen, würde ich sagen, machen wir mal hier nochmal eine kleine Geländebearbeitung. Ja. Wir bauen hier nochmal ein bisschen, oder wir heben hier nochmal ein bisschen das Gelände an. Mir sind in letzter Zeit ein paar richtig coole Ideen gekommen, was ich in Jurassic World Evolution gerne nochmal machen möchte. Und zwar möchte ich gerne mal verschiedene Anordnungsformen von Gehegen ausprobieren. Und das könnten wir tatsächlich sogar hier auf dieser Insel mal probieren. Ja, also weil hier haben wir ja auch relativ viel Platz noch und die Insel sieht auch relativ gut aus eigentlich. Auf Isla Sorna könnten wir es auch machen, aber da nerven mich halt die Stürme immer so. Und auf dieser Insel hier gibt es halt keine Stürme. Das macht das Bauen und das Ausprobieren hier auf der Insel eigentlich ganz angenehm. Und einige haben gesagt, probier doch solche Sachen im Sandbox aus. Ich sag ganz ehrlich, im Sandbox-Modus, den Sandbox-Modus, den finde ich einfach zu langweilig. Weil man da keine Herausforderung hat. Ich meine, da ist der Besucherstrom und das alles ist ja da egal. Da würde ich auf jeden Fall immer so Sachen ausprobieren, wie verschiedene Dinosaurier gegeneinander kämpfen lassen. Weil da braucht man ja dann nicht ewig warten, bis man dann die Geldsummen dafür hat und so. Das hat man ja da alles instant. Deswegen würde ich sowas dann auf jeden Fall immer da ausprobieren. Und ja, und hier würde ich halt versuchen, immer so schon eher Parks aufzubauen, die auch funktionieren. Ne? Das wäre eigentlich mal ganz, ganz cool. So, ich glaube, ich werde das wirklich so machen, dass ich wirklich die Allosaurier in ein kleineres Gehege umtopfe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die werden wahrscheinlich auch gleich ausbrechen. Also einer von denen. Wahrscheinlich der mit der höheren Gesundheit oder so. Wie sie so angestrengt durch die Gegend schleichen, ist auch witzig. Also ich glaube, ich sollte schon mal einen von den beiden verkaufen. Am besten den mit der niedrigeren Geborgenheit. Einverstanden. Ah, warte mal, jetzt kämpfen sie wieder miteinander. Moment, Moment, oder? Ja, sie kämpfen wieder miteinander. Okay, dann löschen wir das nochmal weg. Na, bringen sie sich jetzt gegenseitig um? Bringt ein Allosaurus jetzt den anderen um? Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Besucher da, die werden sich auch denken hier so. Guck mal, der kämpft miteinander.
Nein, die spielen nur. Das ist kein Ernst. Die spielen nur. Das ist nur ein Schaukampf. Nein, nein, ich sag's dir. Der tötet den anderen. Der tötet den gleich. Lass uns schnell hier durchfahren. Nein, wir kommen hier nicht durch. Wir können hier nicht durchfahren. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Was sollen wir machen? Heinz, sag doch auch mal was. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Das Ding hat keinen Rückwärtsgang. Was sollen wir nur machen? Guck mal, sie haben sich wieder beruhigt. Alles ist gut. Ja, sehr gut. Gut, weiterfahren. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Lalalala. Ach, ist das schön. Das Wetter ist so schön. Ich glaube, ich muss wirklich einen von denen betäuben. Vor allem, sie hören immer genau dann auf, wenn beide so halbwegs gleich sind mit dem Gesundheit und mit dem Wohlbefinden und so. Das ist irgendwie witzig. Und ich würde sagen, wir holen mal ein Ranger-Team, welches diesen Allosaurus ein bisschen wieder gesundheitlich auf die Höhe bringt. Dann verkaufen wir den hier jetzt einfach. Und den hier, den schaffen wir dann in ein Gehege, was wir hier auf der Seite wahrscheinlich dann aufbauen. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Dieses Gehege hier ist zu groß, das müssen wir für irgendwas anderes nutzen. Für Fleischfresser vielleicht, die im Rudel unterwegs sein können. Oder für einen anderen großen Fleischfresser. Karnos zum Beispiel. Bei Karnos weiß ich auch nicht, wie die sich verhalten, wenn die in der Gruppe am Start sind. Ja, kommt schon, genau. Betäubt ihn. Los! Trefft ihn! Ihr schafft es! Jawohl! So, Transporthubschrauber und verkaufen. Für 3 Millionen ist leider nur ein Bruchteil von dem, was er wirklich gekostet hat am Ende. Die Anforderungen an den Wald und so sind bei dem auf jeden Fall nicht ganz so hoch. Es geht eigentlich. Aber jetzt müsste er sich eigentlich wieder wohlfühlen, wenn sein Artgenosse weg ist. Jetzt müsste es eigentlich hier wieder hinsnappen. Gesundheitlich fühlt er sich auch wohl. Produkttransport im Gange. Hä, wie das aussieht. So, wo ist er denn jetzt hier? Wir wissen, wie es ihm geht. Krankheit eingedämmt. Oh, da hinten ist er. Ah, jetzt fühlt er sich wieder wohler. Okay. Alles klar. Jetzt steigt die Geborgenheit. So, wo ist jetzt hier Krankheit? Wo sind kranke Dinos? Hier, warte mal, das können wir gleich direkt dieses Team machen lassen. Was für eine Krankheit ist das? Kolibakterien. Moment mal, heißt das nicht, dass meine Dinos Durchfall haben? War Koli nicht Durchfall so? Es war auf jeden Fall was mit dem Darm, glaube ich. So, jetzt bauen wir hier noch ein Gehege auf für die Allos. Und zwar ein kleineres Gehege. Ein deutlich kleineres Gehege. Natürlich wieder mit elektrifizierten Mauern. Bumm. Habe ich da gerade einen Bumm gehört? Ich habe, glaube ich, gerade einen Bumm gehört. Wirst du das wohl lassen? Du kleines Schweinchen. Den können wir an sich auch gleich eigentlich nochmal betäuben hier. So. Jetzt bauen wir hier mal den Weg so schräg hier einmal rum. So, sodass wir den hier wieder zusammenführen. Und dann bauen wir hier so, und zwar nutzen wir den Platz hier auch mit aus. Da bauen wir jetzt das Alu-Gehege. Und zwar genau so. So. Es wird jetzt ein bisschen abenteuerlich gestaltet. So. So. Ist kein Strom, wieso nicht? Was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Brauchen hier auf jeden Fall noch einen Ausguck. Vielleicht so, genau. So. Na,
Haben wir nicht genug Strom insgesamt gerade? Es sieht fast so aus, ne? Wartet mal. Oh ja, tatsächlich. Insgesamt benötigter Strom. Wir brauchen ein weiteres Craftwork. Alter, wir haben schon so viele. Na gut, dann brauchen wir noch mehr halt, ne? Dann brauchen wir eben noch mehr. Mehrere. Haltet mal, auch hier müssen wir noch mal den Boden ein bisschen abflachen. Auf ein anderes Höhenniveau. So. Jetzt müsste es... Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch. Das kriegen wir hin. Das machen wir alles. Jetzt aber erstmal Kraftwerk bauen. Ist jetzt erstmal wichtiger. Genau. Brauchen Strom. Brauchen mehr Strom. Und wir brauchen vor allem hier noch eine Futterstation oder zwei. Wie ich bei Futterstation, wenn ich das sage, automatisch immer zu den Restaurants gehen will irgendwie. Ist auch witzig. Ich denke immer an mein eigenes Futter dabei. So, Wasser. Jetzt entfernen wir hier noch ein bisschen den Wald. Das ist ein bisschen viel Wald hier. So, das ist dann das Allosaurus-Gehege. Oh, vielleicht auch eher so... Hier so, ne? Mit Dingensbummens. Kann ich da jetzt noch eine Gyrosphärenstation mit unterbringen irgendwo? Hier schon mal nicht. Wenn wir hier noch eine Straße durchziehen, dann könnte ich da noch eine Gyrosphärenstation aufbauen. Genau hier so rum. Einmal um diesen See rum. Das geht auf jeden Fall. Oh, oh. Ah, das war natürlich mal wieder zu enthusiastisch platziert mit der Straße. So. Nee. Mann. Jetzt. Genau. Und wir könnten an sich sogar das Gehege jetzt noch ein kleines bisschen größer machen, sehe ich gerade. Das jetzt einfach so machen und so und so. Können wir nämlich hier diese Mauer wegnehmen. Und hier vorne, hier hinten können wir das auch nochmal machen gleich. Und hier, hier muss ich ja noch dicht machen. Moment. Wartet mal. Moment, das machen wir hier ein bisschen schöner. Das geht besser. Mach die Mauer weg. Die Mauer muss weg. So. Dann machen wir nämlich hier eine schräge Mauer drumrum. Die sich an den Weg anpasst. Das wird einfach gerade gebaut. Genau. Nice. Und hier bearbeiten wir jetzt nochmal die Gyrosphärenstrecke. Na. So. Wieso geht das jetzt hier nicht? Moment, jetzt habe ich hier irgendwie einen Fehler gemacht. Man sieht das auch so schlecht, diese Gyrosphärenstrecke. Man sieht das so wahnsinnig schlecht, finde ich. Wo die lang führt. Moment. Oh Gott, ey, ich sehe ja gar nichts. Das ist ja voll die Schlangenlinie da an der Stelle. Ha, da ist ja der Zaun nicht dicht, um Gottes Willen. Was soll denn das? Das geht ja gar nicht. So, Moment. Das müsste ich hier nochmal machen. Wartet mal. Das ist ja, das sieht ja furchtbar aus. Das kann man ja niemandem zeigen hier. Ich muss auch nochmal den Wald wegmachen, damit ich das richtig sehen kann, wo die lang führt. Sonst sieht man das immer so schlecht.
So, noch einmal bitte Gyrosphärenweg bearbeiten. So, jetzt ganz in Ruhe. So. So. Und so, genau. Und jetzt bauen wir den Rest. Den machen wir jetzt mit Wald voll. Der Rest, der da noch übrig ist. So. Genau, das müsste eigentlich passen, halbwegs. So, jetzt transportieren wir den Allosaurus darüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich da drin wohlfühlt. Und hier drin machen wir nochmal die Futterstation nämlich weg jetzt. Ich würde sagen, hier machen wir noch ein Pflanzenfressergehege draus, oder? Oder einen großen Fleischfresser, der mehr Platz braucht. Hm. Aber wen? Wen könnte man da reinsetzen? Giganotosaurus, genau, der war doch ganz entspannt eigentlich. Den können wir da reinsetzen. Dann haben wir da hinten so einen kleinen Themenbereich. Große Fleischfresser und so. Aber da wir ja den unmodifizierten Giga schon gesehen haben, würde ich sagen, verpasse ich dem mal ein Regenwaldmuster, genau. Das würde mich mal interessieren, wie ein Giga mit Regenwaldmuster aussieht. Ausbrüten. Da bin ich mal gespannt jetzt. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, und ich hoffe, dem Allosaurus passt sein neues Gehege. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist zu viel Wald drin. Wir machen mal hier den Wald, den machen wir mal weg. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Aber hallo, meine lieben Freunde. Wir sollten hier auf jeden Fall auch noch die Deluxe-Tour einstellen. So. Und hier mehr Leute, mehr Personal. So. Genau, da wird er abgesetzt. Und, wie fühlt er sich? Produktzustellung bestätigt. Okay, zu wenig Grasland, das war irgendwie klar. Machen wir hier einfach noch ein paar Wälder weg. Jetzt müsste es aber gleich passen. Komm schon. Komm schon. Aktualisiere dich. Komm schon. Los. Switche hier um. Los. Manchmal dauert das echt lange, bis er das so aktualisiert. Komisch. Das müsste doch jetzt eigentlich passen. Ich habe doch Wald entfernt gerade. Ich mache sicherheitshalber noch ein bisschen mehr Wald weg. Huch. Machen wir noch diesen Baum weg. Vielleicht ist es das. Na? Na? Jawohl! Jetzt fühlt er sich wohl. Sauber. Okay, so muss es sein. So ist das fein. Wunderschön. Der Giga wird jetzt noch eine Weile brauchen. Wir können in der Zeit nochmal schauen, welche Dinosaurier haben wir noch nicht auf 100%. Da waren jetzt noch... Stimmt, es war nur noch der Styracosaurus. Genau, ich erinnere mich. Dann schicken wir doch mal unsere Expeditionisten nochmal los. Zum Styraco. So, und jetzt können wir uns mal... Na genau, hier kommt der Giga rein. Da bin ich auch mal gespannt, ob der Giga die Gyrosphären angreift. Also der Allosaurus greift die Gyrosphären nicht an. Das haben wir jetzt schon gesehen. Frag mich, ob der Giga die Gyrosphären angreift. Das wird interessant. Eigentlich mit dem riesigen Maul, das der hat. Er hat ja richtig kräftige Kiefer auch. Könnte er eigentlich die Gyrosphären aufknacken? Oder müsste er eigentlich aufknacken können? Ich meine, der Indominus hat es ja im Film auch geschafft. Jetzt schaue ich mir nochmal die Parkbewertung an. Was fehlt hier jetzt noch? Immer noch die Nahrungsbewertung. Spaßbewertung ist auch immer noch relativ niedrig. Okay, dann muss ich mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Bar. Da können wir auf jeden Fall nochmal die Preise ein bisschen erhöhen. Und hier haben wir nochmal einen Kleiderladen. Da können wir auch nochmal das Personal erhöhen.
So. Hatte ich hier nicht auch irgendwo noch eine Spielhalle und sowas? Spielwarenladen. Genau, da brauchen wir auch wieder mehr Personal. Ferngesteuerter Dino, genau. Bowlingbahn. 3 Kegel. Moment, das geht besser. Das geht viel, viel besser. Mit mehr Personal zum Beispiel. So. Nice. Und hier haben wir auch schon Full Personal. Auftrag abgeschlossen. Haben Sie schon gegraben? Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Fossilien ansehen. Ui. Uiuiuiui, was haben wir denn hier? Wir haben hier richtig viele Fossilien am Start. Das ist noch vom letzten Mal, glaube ich, übrig geblieben, einiges. Allosaurus, genau, verkaufen. Alter, können wir hier jetzt viel verkaufen. Und Styracosaurus müssten wir jetzt mit der Menge an Fossilien, die wir von dem jetzt haben, auch, ja, den haben wir jetzt schon auf 100%, glaube ich, oder? Ah, nee, ich habe jetzt hier zu viele oder zu wenig Analyseplätze. Okay, wir lassen die hier mal durchanalysieren und dann gucken wir mal, der hier ist auf 100, den können wir auf jeden Fall verkaufen, ob wir mit dem Styraco schon durch sind oder ob wir die beiden hier auch noch analysieren müssen. Ich glaube, das müsste eigentlich passen. So, das Kraftwerk müssen wir noch upgraden. Ausfallschutz braucht das. Und dann verbesserte Leistung. 3-mal. Genau, perfekt. Ich möchte den Auftrag annehmen. Das akzeptieren wir mal direkt. Das nehmen wir noch mit, die Mission. Das ist ja quasi easy money. Ich meine, wir werden den eh jetzt auf 100% kriegen, höchstwahrscheinlich. Und wir müssen jetzt hier laut Auftrag nur auf 90% kriegen. Das geht, meine lieben Freunde, das geht. Das kriegen wir hin. So, jetzt nochmal schauen. Welche Bewertungen müssen wir nochmal hochkriegen? Die Spaßbewertung, genau. Dann bauen wir hier jetzt einfach nochmal eine Spielhalle in diese Ecke hier unten. Oder hier so hin. Genau. Und da stellen wir dann einfach das aktuelle Gen ein und erhöhen auch nochmal den Personalaufwand. Dann sollte das da auch passen. Und hier würde ich gerne noch ein Fleischfressergehege aufbauen. Ich würde das hier hinten gerne komplett als Themenbereich Fleischfresser quasi, also Karnivoren, aufbauen. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Der Giga. Der Giga mit einem speziellen Muster. Da bin ich jetzt mal gespannt. Boah, das sieht ja cool aus. Dschungelmuster. Nice. Der dschungelgemusterte Giganotosaurus. Coole Sache. Sehr gut. Du bekommst den Sonderplatz hier in unserer Ausstellung. Kommt auf die Liste und vor allem kommt er dann hier rüber ins Gehege. So, die Spielhalle steht. Next Gen. So, ja, passt so. So passt es, genau. Wunderschön. Das müsste die Spaßbewertung jetzt auch nochmal nach oben treiben eigentlich. Nahrungsbewertung ist immer noch nicht so gut. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich bin froh, dass Sie das Genom besorgt und den Auftrag erfüllt haben. Es war die Sache wert. Annehmbares Wohlbefinden. Weil der Giga sich jetzt nicht wohlfühlt wahrscheinlich. Den packen wir jetzt mal auf jeden Fall ganz schnell in sein Gehege rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ja, und jetzt heißt es halt einfach noch schauen, dass wir die Bewertung noch ein bisschen weiter nach oben kriegen. Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Restaurants, kann das sein? Aber ich bin ein bisschen irritiert. Wir haben hier ein voll ausgelastetes Restaurant. Obwohl, nee, Moment. Haha, das habe ich noch gar nicht... Das habe ich hier noch gar nicht aufgerüstet hier. Vom Personal und so. Kein Wunder, dass die Bewertung nicht so gut ist. Das müssen wir doch hier noch machen. So. Jetzt müsste die Nahrungsbewertung nochmal einen Sprung nach oben machen, auf jeden Fall. Einkaufsbewertung sinkt jetzt gerade wieder ein bisschen.
Dinosaurier-Sichtbarkeit ist auch nur auf 82%. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die hier gerade nicht sehen können in den Gyrosphären, weil hier halt einfach kein Dino drin ist. Und die hier sehen auch nichts. Wenn die halt leere Gehege betrachten, dann ist das nicht so gut für die Dinosaurier-Sichtbarkeit. Deswegen müssen wir jetzt noch warten, bis da der Giga drin ist, auf jeden Fall. Und dann sollte das wieder etwas nach oben gehen, auf jeden Fall. Da hinten kommt er angeflogen. Dauert natürlich immer ein bisschen, bis er von da nach da geflogen wurde. Wie viel Platz haben wir hier eigentlich noch in diesem Bereich hier? Ah, der Platz wird hier auch schon wieder ein bisschen eng. Aber wir kriegen ja noch ein paar Fleischfresser unter, auf jeden Fall. Das passt. Und hier drüben haben wir auch noch ein komplettes Areal, was wir nutzen können. Ja, hier möchte ich gerne mal was Besonderes aufbauen, wenn wir dann auch vielleicht die Forschungszentren und so loswerden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das hier mache oder ob ich es vielleicht doch auf Isla Sorna mache, weil der Platz da hinten ist dann doch ein bisschen sehr eingeschränkt. So, da kommen sie angeflogen. Da ist er. Der Giga. Mit Dschungel-Skin. Wie es aussieht. Sieht ein bisschen aus wie Godzilla so von hier so. Also wie der US-Godzilla aus dem amerikanischen Film. Aus dem von 98. Ja, komm schon. Lande. Also mit diesem Skin vor allem sieht er auch so aus. So ein bisschen gräulich. Ja, und der Giga ist gelandet. Nice. Er ist wirklich ganz schön grau. Haha. So fühlt er sich auch wohl. Ja, er fühlt sich wohl in diesem Gehege. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, dass der Giga sich wohlfühlt. Okay, meine lieben Freunde, da müsst ihr jetzt die Dinosaurier-Sichtbarkeit auch wieder ein bisschen nach oben gehen, wenn in dem Gehege ja auch ein Dino zu sehen ist. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Da werde ich dann hier noch ein paar Fleischfresser ausbrüten. Wir haben ja zum Beispiel auch noch die Karnos noch gar nicht ausprobiert. Die will ich auch unbedingt mal sehen. Bis zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao, ciao.